Toll, was ein abgespaceder Hintergrund. Du, habe ich ein Gefühl, dass das auch nicht so leicht war, das Level. Ich habe hier gerade was gesehen, ja, danke. Ich wollte das noch sammeln. Will ich das aber auch haben? Oh nein! Oh doch, es ist noch da. Obwohl. Danke. Obwohl das Ding da nicht mehr zu sehen ist, ist das Item. Obwohl das Ding nicht mehr zu sehen ist, ist das Item weiterhin da. Das ist ja gut zu wissen. Und wie passend, dass es die Eiswaffe ist, wenn ich auf Eisboden bin. Schon wieder sehr viel Blau hier. Und ich spiele teilweise auch so, als ob ich blau wäre. Aber nö. Alles nur fehlendes Geld. Nein. Lasst mich nicht zu lange da verwa. Meine Fresse. Weil ist immer noch die Eiswaffe. Das möchte ich bitte. Oh, das da unten sieht mir nach Spaß aus gleich. Vielleicht nicht so gut. Aber ich habe immer noch den Schutzschild. Ah ja, es soll. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wie unvorsichtig ich bitte bin. Ach Mann. Jetzt beginne ich wieder Fehler zu machen, weil ich einfach nicht aufpasse. Weil ich einfach woanders mal kurz hingucke und schon habe ich eine Blase im Rücken oder wo auch immer. Im Hinterkopf. Hier war noch ganz kurz dieses Klebgeräusch. Jetzt aber wird langsam peinlich. Aha. Oh, guck mal, jetzt kommt das Explosions-Item ganz zum Ende. Alter, wenn mich das jetzt noch beschäftigt. Zack. Ah, 2000 Bonuspunkte. Aha. Haben wir also doch wieder sowas gemacht mit so einer riesigen. Warum ist da diese Leiter mit der Plattform? Was soll mir das bringen? Zur Sicherheit, dass ich in Deckung gehe. Oder was? Kombo mal 5. Und der Clou ist mal wieder der Eisboden, oder wie? Oh Mann. Ja, oh, Pflanze! Ja, jetzt hust dich sogar noch hier. Ich habe echt eine Menge Körpergeräusche rauszuschneiden in dieser Aufnahmesession. Oh, das ist ja easy mit der Waffe. Was wollen die denn jetzt von mir? Ein Förderband. Hatten wir das schon? An ein Förderband kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Ich habe gerade diese Fünfecke mit denen verwechselt, wo dieser Kern immer mal wieder zu sehen ist und nicht zu sehen ist. Weil diese Blasen da drin ja verschwinden, wenn die die kleinste Stufe erreichen. Das war etwas verwirrend. Jetzt rutscht er noch nicht runter. Ich habe hier so viel Zeit, Mensch. Oh, was wird er noch genau treffen? Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Doppelter Schuss, ja. Ah, nein, das wird, oh, das wird knapp, das wird knapp. Oh, das wird ganz eng, das wird ganz, ganz eng. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Wie mies, wenn du ein Level dadurch verlierst, dass die Zeit so knapp ist. Ich schieß einfach. Oh ja, die Blumenwaffe, vielen Dank. Vielleicht hier irgendwas. Immer mal gucken, ob in der Ecke was ist. Kann schon sein. Versuch macht klug, ja? Ich bin mir nämlich gar nicht mal so sicher, ob solche Geheimnisse tatsächlich nur so versteckt sind, dass sie ab und zu mal aufblinken, diese Balken. Die könnten auch komplett versteckt sein mal. Habt ihr doch sowas im Hinterkopf eigentlich? Ah, ich bin der Florist des Todes.
Oh Gott, ich wäre fast runtergelaufen. Puh. Was? Moment, was soll das Förderband da oben? Welchen Sinn hat das Förderband? Einfach nur, dass der Raum kleiner ist oder was? Better luck next time. Grau. Ist mir zu trist. Ich will wieder hier rein. Oh nein. Ich kann schon mal jetzt anteasen. Es dauert nicht mehr allzu lang bis zu dem Level, vor dem ich richtig Angst habe. Ihr erinnert euch eventuell, dass ich da was angedroht habe. Und bald ist es soweit. Dann wird's richtig furchtbar. Das Level ist verhasst in der Bubble Trouble Community. Als ob es eine richtige Community dafür geben würde. Für so ein Flash-Game. Moment, da muss irgendwas sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist doch so verdächtig mit dem Förderband. Ich wusste es. Also ganz ehrlich, ich sag auch noch, glaube ich, beim vorherigen Level, dass ich meine, da ist was versteckt, was komplett unsichtbar ist. Und schon bewahrheitet sich das. Jetzt müsste ich nur noch abwarten, bis das da erscheint, links unten. Und schon ist das erledigt. Das klingt einfacher als getan. Ich will die halt auch nicht kleiner machen. Aber die sind halt in dem Eck, was soll ich machen? Oh. Verschwindet. Hä? Moment, jetzt ist das Level vorbei, obwohl die Items gerade alle noch fallen. Beim anderen war das nicht so. Vielleicht, weil die den Boden noch nicht berührt haben? Sehr merkwürdig. Hauptsache, ich bin weiter. Kannst du nicht einfach aufessen oder so? Mach den Mund auf und friss die. Hallo? Wird ja nicht so schlimm sein. Oder die sind giftig. Weiß ja nicht. Die enthalten Giftstoffe. Mag er nicht. So, deswegen muss er die wahrscheinlich auch alle abschießen, ey. Sonst würden die auf die Bevölkerung losgehen und. Ja, ich spinne mir hier gerade irgendwas zusammen. Irgendeine krasse Lore von Bubble Trouble. Was ist die Hintergrundgeschichte? Warum bin ich so ein komischer Teufel, der Blasen kaputt schießt? Da muss es doch eine Hintergrundgeschichte geben. Nein, ich will das haben! Okay. Krise! Aber nö. Krise ist schon abgewehrt. Oh yeah. Das ist cool. Was wollen die mir anhaben jetzt? Ja, yeah, das brauche ich jetzt auch nicht mehr, danke. Oh, die springen bloß auf und ab und nicht mal zur Seite. Das ist ungewöhnlich. Das kann man also irgendwie mit einer gewissen Strategie angehen, oder was? Ja. Ah, zu weit gerannt. Mist. Oh. Ich glaube, jetzt mache ich es schon auf eine nicht so schlaue Weise, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ich würde jetzt mal die nächste schon mal anfangen, denn auch hier gilt, ich habe nicht ewig Zeit. Oh Gott, ja, ich merke schon. Also wenn du hier nicht Feuer machst, dann war es das schon wieder. Oh Mann. Was ist da? Was ist da so knapp bemessen von der Zeit, ey? Ich bräuchte die Waffe schon viel früher. Und nicht erst, wenn die Hälfte schon weg ist. Ich bin auch der Meinung, dass jedes Mal die Items gleich bleiben. Dass sie nicht gerandomized sind. Also die sind schon gerandomized, wann die wo auftauchen hier. Aber im Level werden die, glaube ich, gleich bleiben. Du musst sie nur schnell genug finden. Sprich, dieses doppelte Enterhaken-Teil ist hier auch wieder irgendwo drin. Möchte ich damit sagen.
Aber ich brauche es jetzt. Ich bin ja fest überzeugt, dass es gleich wieder auftaucht. Ja, siehst du? Mensch! Jetzt fange ich langsam an, etwas knatschig zu werden. Knatschig oder gnatschig? Wie heißt das Wort? Es ist doch noch gar nicht das Teufelslevel, Mensch. Ich muss schneller machen. Verdammt, ey. Ja, hier ein Schutzschild ist schon mal gut. Was geht die Zeit aus? Das darf doch nicht wahr sein. Oh ja, hier. Das ist nice. Das war wieder knapp. Viel zu spät, Mann. Viel zu spät kriegt man das. Fünf. Oi. Das ist mal wirklich ein buntes Level. Also wenn ich jemals ein buntes Level gesehen habe, dann das hier. Wird schon wieder immer größer. Oh, mehr Zeit. Ist das ein Level, wo man mehrmals mehr Zeit bekommt? Kann das sein? Oder verwechsel ich da wieder irgendwas? Bisher nur einmal. Ui, die Kombos hier. Also man bekommt zumindest Matrix zweimal. Was ja was mit der Zeit zu tun hat. Ich höre die gesamte Zeit dieses Seilgeräusch. Es war perfekt nachgemacht. Ich will nichts anderes hören. Es war die ideale Imitation. Ich brauche hier alles. Ich brauche jeden Kram. Ich brauche alles, Mann. Wenn da durchrendert. Oh, scheiße, man trifft das alles nicht. Die sind viel zu niedrig. Der rote Schutzschild hat doch nicht so einen Timer in der Mitte. Aber also habe ich das nicht das eine Mal falsch gesehen. So, es ist soweit. Das schlimmste Level, also mit das schlimmste Level. In Bubble Trouble 2 beginnt. Warum ist das so schlimm nun? Ich muss erstmal eine ganze Weile rennen hier. Man bekommt zwar jedes Mal Zeit, wenn man diese Balken entfernt, aber gleichzeitig heißt das ja auch, dass das eine Weile dauert, bis man diese große Blase befreit und dann beginnt der Ärger. Dieses Ding hier teilt sich verflucht oft. Und das ist ganz, ganz widerlich. Ja, also viel Spaß. Boah, Mann. Ja, also. Das war eine Damenentleerung. I'm scared shitless. Ich werde das jetzt vielleicht ein paar Mal in voller Länge zeigen, aber nicht zu oft. Ich will es ja nicht zu langweilig gestalten. Ich befürchte eben leider, dass das mich eine Weile beschäftigen wird. Und es nervt eben. Ich weiß nicht, wie viele Leute daran gearbeitet haben an dem Spiel, aber mindestens eine Person wusste ganz genau, was sie hier tat, nämlich ein sehr nerviges Level zu erstellen. Gibt es hier vielleicht auch wieder ein Secret? Ist da oben irgendwas versteckt, was man benutzen kann? Denn das hier ist doch Wahnsinn. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Nein. Es sieht gar nicht mal so schwer aus. Ich meine, es ist eine, ja, ich würde sagen, mittelgroße Blase da in der Mitte. Aber dadurch, dass sich die halt jedes Mal in vier aufteilt, wenn man die trifft, kommt da eine Menge zusammen und das ist das Problem. Die Zeit, haben wir gesehen, ist überhaupt kein Störfaktor. Wir bekommen ganz oft Bonuszeit. Aber du wirst eben zu leicht getroffen. Es gibt meines Wissens nach auf YouTube ganz viele Videos, wie man das hier am besten lösen. Moment, ich sehe da auch noch was. Ja, unter dem Trampolin ist was. Ich wollte das jetzt auch aufmachen.
Ich habe das auch schon bei einem vorherigen Versuch gesehen, aber habe es dann wieder vergessen, dass ich da nachschauen will. Ich würde sagen, der Versuch noch und dann habe ich noch ein nulltes Leben? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, sobald ich gewogen bin, sollte ich das hier schneiden. Auf alle Fälle, ja. So ein dummes Level. Schön ist was anderes. Mach das auf hier. Nein. Toll. Es ist nur Bonuspunkt der Zeug. Also ist wahrscheinlich das eine Mal schon aufgemacht, ohne es zu bemerken. Hey, die Zeit kann doch ein Problem sein, wenn sie extrem schnell abläuft und man sich mit anderen Sachen beschäftigt. Gottes Willen, um Gottes Willen, ey. Ich hoffe mal, dass das der Versuch ist, mit dem ich es jetzt schaffen werde, sodass ich jetzt drauf losquatsche. Meine Idee ist, mich hier links in die Ecke zu stellen, um mich da mal halt möglichst nicht treffen zu lassen. Das klappt sogar ganz gut. Mit ein bisschen Glück habe ich auch nochmal Schutzschild dann. Und ich bekomme ja immer Zeit durch diese Items. Wow, hier ist das Item jetzt. Sehr, sehr schön. Oh ja, oh ja. Komm schon, ich schaffe das jetzt, bitte. Ich habe das Schutzschild gewechselt. Nicht schlecht. Eigentlich ist es schlecht. Jetzt habe ich ja was zeitlich Begrenztes. Komm schon. Ich muss das jetzt in der Zeit noch schaffen, die ich habe. Bitte. Ich hab's. Mann. Das hat jetzt, glaube ich, so 25 Minuten gedauert. Widerlich. Was ist denn das hier? Aber ich sehe ja da links wieder was. Ich mache noch gar nichts, doch ich befreie das da. Und jetzt befreie ich das da. Es ist Eis. Wird mir das groß helfen? Vielleicht. Man kann ja mal gucken. Nicht nach unten. Ich brauche aber noch mehr Items, die mir eventuell aus der Patsche helfen. Oh Mann. Ich glaube, das hier könnte auch gar nicht mal so leicht werden. Schade.